Hallihallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Reisebericht. Wie der ein oder andere von euch vielleicht ja mitbekommen hat, waren der Lord Yoda und meine Wenigkeit, also Dakar Total, im August ein bisschen im Urlaub und wir haben uns schöne 4 Wochen in Amerika gemacht und haben uns da ein Auto gemietet, sind da 5000 Kilometer herumgefahren und haben uns ja ganz, ganz viele Sachen angeschaut. Und ja, wir haben uns gedacht, wir bringen euch ein bisschen was mit und wollen euch ein bisschen zeigen, was wir so alles gesehen haben. Und jetzt sagen wir mal, eine kleine Dia-Show wäre ja total langweilig. Ja. Wir machen das ein bisschen nerdiger. Das kann ja jeder. Das kann ja echt jeder. Wir machen das ein bisschen nerdiger, ein bisschen wie ein echter Gamer und wir zeigen euch unsere Tour in The Crew. Genau, weil nachdem da schon komplett Amerika nachgebaut wurde, dachten wir uns, das testen wir jetzt mal und schauen, wie gut sie es nachgebaut haben, nachdem wir es jetzt endlich kennen. Genau, hier sehen wir nämlich mal die Karte und hier ist ein großes, großes Landstück, was wir abgefahren haben, sind, wie auch immer. Und unsere Tour hat angefangen in Los Angeles und deshalb stehen wir jetzt gerade hier am Flughafen von Los Angeles und hier beginnt unsere Tour. Und der Jojo überfährt arme Passanten. Ja. Was du auch noch zeigen kannst, was ich ziemlich lustig steht, da steht Flyaway Buses an der Tür. Und wir sind tatsächlich mit so einem Flyaway Bus gefahren. Wenn du. Ich weiß nicht, ob man das von deiner Perspektive aus sieht, vermutlich nicht. Ich wollte erstmal wenden. Ah, da oben. Cool. Flyer war. Ja, Flyaway sollte das eigentlich Flyer heißen, war. Aber. Ja, genau. Das ist sozusagen der Transferbus von. Vom Flughafen zu überall hin. Und wir fahren jetzt einfach mal los und unsere erste Station ist da, wo unser Hotel war. Und das ist in Downtown von Los Angeles. Und da fahren wir jetzt einfach mal hin. Ich habe mir hier einen hübschen silbernen Chevrolet ausgesucht, denn das war unser Mietwagen. Also nicht genau das Modell, aber es war ein silberner Chevrolet. Genau, wir hatten einen Chevrolet Cruze. Genau, der war eigentlich ziemlich cool. Hatte einen sehr eigenartigen Seitenspiegel gehabt. Aber an sich war er ganz cool. Wundert euch nicht, ich folge jetzt nicht der blauen Linie. Denn wir fahren natürlich stilecht über den Highway. Und ja, zumindest versuchen wir es, weil ganz hundertprozentig haben sie es dann doch hier nicht. Hier rein. Genau, also wir. Ich fahre übrigens nicht das Originalauto. Ich habe einfach auch einen Chevy genommen, aber eine Corvette. Damit mir der Daniel nicht so wegfahren kann, wenn ich nicht weiß, in welche Richtung wir fahren. Genau, also wir fahren jetzt hier lang und wir sehen ja schon hier so ein bisschen die blaue Linie hat sich jetzt aktualisiert. Und da vorne sehen wir schon Downtown, da ist unser Ziel, die vielen, vielen Hochhäuser. Und da werden wir jetzt hinfahren. Praktischerweise wird es jetzt auch gerade dunkel, weil wir sind auch abends, schon die erste Schramme, na toll. Schon kaputt. Das ist übrigens sehr interessant, wenn man da kommt, weil man denkt ja immer, wenn man so hört, L.A., alles groß. Aber wenn man da kommt, ist es echt so, eigentlich eine Insel, wie man dann Downtown sieht. Alles andere ist klein, bis auf dann eben die paar großen Gebäude. Ja, und was auch beeindruckend ist, also jetzt, das ist jetzt die Crew-Logik. Wir müssen jetzt erst in die Richtung fahren und dann 180 machen auf der Autobahn, aber es... Please make a U-Turn where it's safe. Ja, und was auch sehr, sehr beeindruckend ist, man denkt so, oh, Los Angeles, das ist sehr, sehr nah am Meer. Und was sieht man, wenn man... Ich habe jetzt ein bisschen Angst, hier durchzubrettern. So. Ups. Hallo, Jojo. Danke. Sehr interessant. Und man denkt sich so, ja, wenn ich da jetzt durch L.A. fahre, dann sehe ich erstmal Meer. Ja, ich lande direkt am Flughafen am Meer. Ja, man sieht nichts vom Meer. Wenn wir euch hier umschaut, ihr seht nichts vom Meer. Und das ist im Grunde tatsächlich so. Ja, man glaubt nicht, dass die Stadt am Meer ist. Ist echt faszinierend. Ja. Also vom Flieger aus sieht man es dann irgendwann mal, aber so grundsätzlich, nö. Wirklich genau. Cool. Genau, also... Bumm. Wir sind mit so einem Bus, da bin mir nicht ganz sicher, aber der sieht nicht nach L.A. aus. Irgendwie nicht. Naja. Genau, was wolltest du sagen? Orangene Busse oder rote. Genau. Ja, und hier, das ist jetzt schon Downtown. Wir sind jetzt quasi im ersten, unserem ersten Ziel sozusagen. Und geradeaus, ich halte mal hier, weil sonst kann man es nicht mehr sehen, dieses Gebäude da mit diesen runden Ecken.
Also runden Ecken vor allem. Mit diesen. Stell mich mal davor, sozusagen. Ja, also das. Hier. Genau, das, was ihr da vorne nicht, seht. Sieht. Das ist unser Hotel. Das war sehr, sehr cool eigentlich. Ist ja, so eine Mischung aus. Das ist so eine Mischung aus Einkaufszentrum und Hotel. Hier. Dieses da oben. Man sieht es leider nicht so genau. Ich kann es mal aus der Kartenansicht zeigen. Da sieht man es tatsächlich besser. Hier, das da. Das ist unser Hotel gewesen. Und, ja, wie gesagt, das ist eine Mischung aus Hotel und Einkaufszentrum. Da sind unten ganz viele Läden drin und Sachen, wo man essen kann. Und oben ist ein Hotel. Und es ist sehr unübersichtlich, so im ersten Moment. Was ich auch toll fand, ist, das ist das erste Mal, dass ich in einem Wahrzeichen einer Stadt übernachtet habe. Stimmt. Also tatsächlich ist dieses Hotel in jedem Touristenführer drin, man sollte sich das unbedingt anschauen. Und wir waren in diesem Hotel drin, das war echt cool. Ja. Und fahren wir einfach mal hier so ein bisschen in Downtown rum. Also hier sehr, sehr viele hohe Häuser, also eigentlich die höchsten Häuser von dieser Region zumindest. Und das ist sozusagen das Bankendistrikt, also hier sehr, sehr viel Banken unterwegs. Ja, jeder Turm ist eigentlich, gehört einer anderen Bank, kann man eigentlich sagen. Genau, oh, schöner Sonnenuntergang. Und da ist dann nicht nur die Bank komplett drin, sondern die haben den halt gebaut und vermieten ihn und sonst was. Und hauptsächlich, weil er halt dann der Tower heißt. Genau. Das ist natürlich Werbung für die Banken und sonst was. Genau. Und da entsteht jetzt gerade irgendwo wieder einer, der noch größer ist als alle vorherigen und sonst was, weil natürlich wollen sie die Größten haben. Jeder hat, will immer den Größten haben, außer beim Handy, da will man das Kleinste haben. So, Nochmal hier ein bisschen rumschauen, dann sehen wir hier auch nochmal die Downtown aus dieser Sicht. Und wie ihr vielleicht jetzt schon gesehen habt, wir blenden euch ab und zu mal ein paar echte Fotos von unserer Reise ein. Die haben wir selber gemacht, sonst wäre es ja langweilig. Also, wir waren wirklich da, ja? Wir sagen es nicht nur. So nerdig. Hast du schön gegoogelt, die Bilder. Gell? Nee, also so nerdig sind wir nicht, dass wir auch noch unsere Reisen faken müssen. Ich schau gerade, ob der Parkplatz drauf ist, den wir mal hatten. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Der ist bebaut. Wir haben, das ist das große Problem in Downtown. Es ist sehr, sehr teuer, weil mein Finanzdistrikt, da ist halt nicht viel los. Und wenn, dann sind da Geschäftsleute. Und, Du könntest noch zu den Downtown Waypoint fahren, wo ich gerade bin. Da kriegst du die Downtown noch schön vorgestellt. Cool, mache ich. B. Das ist schön, ja. Ich glaube, das war der Bank of America Tower. Der am Anfang, dieser ganz hohe. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Gut möglich, ja. Und, ja gut, sind halt sehr viele hohe Gebäude. Ja. Genau. Gut. Das ist schön zusammengeschnitten. Sehr schön. Genau, dann gehen wir raus und wir haben natürlich in LA auch ein paar andere Sachen gesehen. Deshalb gehen wir mal wieder auf die Karte. Wenn das Spiel mich lassen würde. Genau. Und ja, LA waren wir am ersten Tag so ein bisschen in Downtown unterwegs und sind danach nach Beverly Hills gefahren. An einem anderen Tag waren wir in Hollywood. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal nach Beverly Hills und fahren über Hollywood wieder zurück. Dann haben wir beides in dem Fall schon mal gesehen. Ja, du fährst einfach vor. Oder noch besser, nee, wir machen es ganz anders. Wir machen tatsächlich erst Hollywood und dann Beverly Hills und dann fahren wir zum Strand. Sonst macht es keinen Sinn. Ja, ist oder zwar so. Jetzt ein bisschen stimmt vielleicht nicht chronologisch richtig für uns, aber das interessiert euch dann wahrscheinlich auch nicht mehr so. Genau. Das war übrigens ein Schulbus. Schulbus? Die gibt's wirklich. Die sehen auch so aus. Ja. Die Schulbusse sind wirklich sehr lustig, weil auch von der Verkehrsführung her, wenn irgendwo ein Schulbus steht und da steigen Schüler ein und aus, dann darf man nicht an dem Bus vorbeifahren. Und nicht nur auf der Spur, wo man gerade ist und wo der Schulbus ist, sondern tatsächlich auch nicht auf der Gegenspur. Ich mache jetzt hier nicht Minigames. Wirklich nicht. Kein Slalom-Test, den haben wir schon in echt gemacht. Nein, doch nicht. Obwohl teilweise. Mhm. Ja. Gut, Koreatown haben wir jetzt eigentlich gar nicht so wirklich wahrgenommen. Koreatown waren wir an der Grenze sozusagen. Wir haben so gesehen, da geht's Richtung Koreatown. Wir haben davor beim Walmart eingekauft. Genau, Walmart waren wir sehr häufig. Riesig, ich liebe amerikanische Supermärkte, die haben so alles. Nur nicht in den Größen, die man braucht, aber prinzipiell haben sie erstmal alles. So, sind wir eigentlich schon da? Aua! Da ist mir irgend so ein Hirsch ins Auto reingefahren. Ja, das und sicher nicht. Nein. Und da sind wir schon am Walk of Fame. Hier seht ihr, wenn wir auf mal kurz hier auf den Bürgersteig fahren, da sind ganz viele Sterne. Und der ist verdammt lang.
Wir sind ja, ganz. Wir sind in Taz. Ja. Ja, wir sind ganz vom Anfang bis ganz zum Ende gelaufen, mehr oder weniger. Und da waren wir schon ganz schön lange unterwegs. Ja, also es sind sehr viele Sterne. Wobei die nicht so eng aneinander geordnet sind wie hier. Nicht, zumindest nicht überall. Und schon beeindruckend, was da so drumherum los ist. Also wirklich sehr, sehr viel los. Von manchen Stellen hat man dann auch einen schönen Blick auf das Hollywood-Sign. Hier ist das Madame Tussauds. Ja, ich schaue mal gerade ein bisschen hier rum. Also da sind natürlich auch sehr, sehr viele Theater, wie man hier sieht. Und das stimmt tatsächlich. Das Chinese war. Theater sein, hier, wo ich gerade stehe. Da hängt, hast du dieses Auto da drauf geschossen? Nein, ich habe gar nichts gemacht. Glaube ich dir nicht. Ja, genau, das ist das Chinese Theater. Da ist ja da ist das, was man auch kennt von Hollywood, diese ja, Fußabdrücke. Hand- und Fußabdrücke im Zement quasi. Ja. Irgendwie waren wir der Ansicht, das wäre im Walk of Fame drin, aber Ich fahre mal davor zu diesem Highlight. Ja, bestimmt toll. Und dieser Walk of Fame, wie gesagt, ist wirklich, wirklich lange. Also da läuft man wirklich lang. Hollywood Boulevard, genau. Ich weiß jetzt zwar nicht, was daran so besonders ist. Hier, das ist wieder das Theater mit den Gipssteinen, Zementabdrücken, ganz viele Sterne. Aber schon cool, da irgendwie mal drüber zu gehen. Und man schaut, was ich auch so extrem lustig fand, man geht die ganze Zeit, man geht Kilometer auf diesem Gehweg und man guckt die ganze Zeit nur auf den Boden, weil wer ist denn da, wer ist denn da, wer ist denn da, wer ist denn da, wer ist denn das? Ist eigentlich ziemlich cool gewesen. Genau. Gut. So, dann schauen wir mal wieder auf die Karte. Wenn ich mal wieder darf. Wir könnten jetzt natürlich auch hoch zum Griffith Park fahren, wenn wir schon in der Umgebung sind. Ja, dann, keine Ahnung, machen wir es halt. Wo ist denn das Ziel? Das ist jetzt natürlich ein bisschen Sucherei. Also der Griffith Park ist ein riesiger Park und der ist dafür bekannt, dass das, ja natürlich das Hollywood-Logo da sein irgendwo ist, auch wenn ich jetzt gerade es überhaupt nicht... Ich tippe mal da, wo das Wahrzeichen ist, oder nicht? Erkundung... Vielleicht. Ne, irgendein Drive. Sunset Boulevard. Reservoir. Griffith Park. Ah, doch, da, hier. Genau. Perfekt. Da zu diesem Wegpunkt. Dann fahren wir mal da lang. Fahre ich richtig? Ich weiß es nicht, wo du... Nein, du fährst falsch. Andere Seite. So, dann wenden wir mal hier auf dem Hollywood Boulevard. Und ja, zu diesem Griffith Park, wenn wir jetzt noch... gegebenenfalls kein Auto hatte, was wir zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht hatten. Warum ist jetzt meine Markierung weg? Ach, The Crew, du bist immer noch ein doofes Spiel. Du bist vor allem bei mir gerade offline, das ist auch cool. Ich bin offline? Cool. Bei mir wurde gerade gesagt, ich bin der Crewleiter. Das ist natürlich auch toll. Aber du fährst gerade an mir vorbei. Sehr gut. Cool. Ja, und wenn man eben das Auto noch nicht hat, dann ist man auf den Nahverkehr angewiesen. Der ist gar nicht so schlecht in L.A. Also für amerikanische Verhältnisse ist es gar nicht schlecht. Aber man wartet schon teilweise sehr, sehr lange. Und vor allem wird nicht angezeigt, wie lange man auf dem Bus oder sonst was wartet. Ja. Es ist so ein bisschen, ja, die Busse fahren alle 10 bis 20, 30 Minuten. Großartig. Mhm. Und vor allem toll ist es dann, wenn man dann schon ewig gewartet hat und dann heißt es auf einmal, ja, schade, der Bus ist voll, wir müssen noch warten. Genau. Da dankt man dann. Nimm den nächsten. Mhm. Richtig. Was ich auch sehr lustig fand, L.A. und so, der Jojo hat die ganze Zeit gesagt, hey, das kann ich aus CTA. Ja, das hat ihm gefallen. Wir hätten auch im GTA hier rumfahren können. Ja, aber dann hätten wir mit dem Rest der Tour Probleme gehabt. Ja, Details. Also wie gesagt, wir waren 5000 Kilometer unterwegs. Jetzt am Anfang sind wir natürlich noch ein bisschen in L.A. unterwegs. Weil da waren wir auch sehr, sehr lange. Oh, guck mal, ein Wahrzeichen. Dann bist du mir jetzt schon wieder reingefahren. Sorry. Es ist schrecklich mit dir. Mit dir fahre ich nicht mehr rum. Genau, und hier ist einmal eine Sternenwarte, ein Observatorium. Und gut, dass wir dasselbe Auto hatten. Genau, und da hinten seht ihr das Hollywood-Sign. Also hier hat man eigentlich einen sehr, sehr guten Blick drauf und einen echt tollen Überblick über die Stadt. Ich hoffe, dass man den jetzt gleich von hier aus auch sehen wird.
Ja, auch das kennt man aus GTA. Oh, da kann ich durchpreschen, oder? Das ist toll, da kann ich durchpreschen. In GTA ist es natürlich toller, weil da kann man aussteigen, oder? Ja, die Statue in der Mitte sind übrigens berühmte Astronome. Guck mal, da ist auch ein Mond, wie bei uns. Der ist da auch aufgegangen. Jetzt werden wir gleich wieder rein. Also der Wagen ist nicht sehr gut zum Wenden. Genau, diese Statue hier, die meint der Jojo gerade. Und ist das auch sehr... Ist da auch dieses Sternenbild zu sehen? Ich bin mir nicht sicher. Nee, sieht man leider nicht. Also theoretisch haben sie eben ein... sozusagen von den Entfernungen des Sonnensystems in Ringe eingebaut in den Boden, sodass man dann eben so ein Gefühl dafür bekommt, wie weit die unterschiedlichen Planeten von der Sonne entfernt sind. Also maßstabsgetreu, aber natürlich Das ist ziemlich cool. Nicht in 1:1 Maßstab, logischerweise. No shit, Sherlock. Das wäre irgendwie unlogisch. Ja, man kommt leider, im Sonnensystem ja schon nachgebaut. Man kommt leider nicht auf die andere Seite von den Dingen hier, von diesem kleinen Bauwerk. Aber da kriegt man mal so einen Eindruck, was man von der Stadt dann sieht. Also auch von hier aus sieht man irgendwie das Meer nicht so wirklich, aber ist schon... Doch, das ist da hinten, glaube ich. Oder ist das die Sichtweite? Wie auch immer. Hier war es übrigens ziemlich lustig abends, als dann ein Helikopter nach dem anderen vorbeikam. Genau, da haben sich dann die ganzen reichen Bonzen nach Hause fliegen lassen mit dem Helikopter. Das war echt Wahnsinn. Die hätten mal uns mitnehmen können. Ja, echt mal. Da ist übrigens ein Helikopter rechts. Der fliegt gerade. Siehst du ihn? Hinter dem Baum. Jetzt ist er gleich über... Also ich gucke gerade ungefähr immer in die Richtung. Das ist ja über mir irgendwo, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Rechts an, jetzt in welche Richtung? Jetzt ist er direkt über dem Observatorium. Und weg. Also da habt ihr nicht gesehen, dass da ein Hubschrauber war, ist doch auch... Also ich habe immer genau dahin geguckt, wo er war. Aber wenn du natürlich in die andere Richtung guckst, dann... Ja, ist natürlich dann doof. Aber jetzt hätte ich den richtigen Blick. Ist doch toll. Naja, macht ja nichts. Wir fahren natürlich jetzt weiter. Ich fahre hier noch ein bisschen durch den Parkplatz. War hier ein Parkplatz? Doch, ein kleiner Parkplatz war da. Ja, klar. Die ganzen Leute, die nicht mit dem Bus hochgefahren sind. Aber nicht großer Parkplatz. So, ja, dann fahren wir nach Beverly Hills. Da gibt es praktischerweise auch einen kleinen Wegpunkt. Und auf dem Weg dorthin, das ist ja jetzt wieder ein Stückchen zurück, können wir natürlich auch sagen, wir waren auch noch woanders, was wir euch nicht zeigen können hier in L.A., weil es das hier im Spiel nicht gibt. Nämlich die Universal Studios sind ja an sich ein bekannter Freizeitpark und war sehr interessant, weil man da auch so eine Studiotour machen konnte, weil... die drehen da ja auch wirklich. Also das wird ja immer noch verwendet für Filmproduktionen. War sehr interessant. Die Universal Studios hier in Hollywood, die sind aber insgesamt relativ klein. Ich habe den direkten Vergleich mit denen in Orlando, also in Florida. Da sind die viel, viel größer. Da hat man viel mehr zu sehen und... Genau, und hier ist es eher klein, was aber auch daran liegt, dass die hier einfach nicht so viel Platz haben. Ja, wobei ich es komisch finde, dass wenn sie sowas bauen, halt irgendwie in der Innenstadt anfangen. Ich finde das immer ein bisschen doof, wenn du einen Freizeitpark hast, bei dem du genau weißt, er kann niemals größer werden. Ich meine, wenn man jetzt irgendeinen Park nimmt und sagt, man fängt erstmal klein an und will dann vielleicht noch irgendwann expandieren, okay, verstehe ich, dass er nicht der größte ist, aber wenn außenrum schon Wohngebäude und was weiß ich sind, man mal genau weiß, der kann niemals größer werden, finde ich das irgendwie schade. Das bedeutet halt immer, dass irgendwelche Attraktionen irgendwann abgerissen werden und durch neue ersetzt werden. Und ich finde es irgendwie immer schön, wenn so ein bisschen die History da ist und man halt irgendwie so sieht was Neues. Naja, wie auch immer. Bin vielleicht ich. Genau. Was ist das hier eigentlich? Der Sunset Boulevard. Da sind wir mehr oder weniger lang gekommen. Ja, mit dem Bus. Mehr oder weniger. Dann überspringe ich den mal und fahre weiter. Ja, also ist halt ein Platzproblem einfach. Und stimmt schon, ist schade. Auf der anderen Seite
Wüsste ich jetzt auch nicht, wo da in der Region ein Platz ist, wo man gut expandieren kann. Und dasselbe war mit dem Disneyland auch und der Disney California Adventure Park. Da war es eigentlich genauso. Also das, wobei, das, da kam es mir größer vor irgendwie. Das war weiträumiger. Genau, und jetzt schauen wir uns mal Beverly Hills an. Hier mit diesem Beverly Hills Brunnen, also dieses berühmte Zeichen erstmal. Und sagen wir es mal so, wir können jetzt mit Beverly Hills nicht so viel anfangen, außer da mal gemütlich durchzulaufen, weil teuer. Ja. Irre teuer. Also, wir hatten es ziemlich... Böses Taxi. Du wurdest fast von der Polizei überfahren. Ja, Die steht hinter uns. Wir hatten eine ziemlich lustige Szene in Beverly Hills, als am Rand drei Autos geparkt waren. Gut, drei Autos ist jetzt nicht so die Überraschung. Dass ein Ferrari drunter war, ist jetzt auch nicht sonderlich wahnsinnig. Das Lustige war eigentlich die zwei anderen Autos. Es stand nämlich davor ein McLaren und ein, was war's? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Keine Ahnung mehr, aber es war teuer. Cool, wir haben ein Achievement gekriegt. Was war's nicht? Oh Gott. Nicht Bentley, nicht irgendwas, was so ähnlich klingt wie eine Motorrad. Du wirst wahrscheinlich das Foto reinpacken. Dann sieht man es. Auf jeden Fall, diese drei Autos, wo jeweils so ungefähr von den anderen beiden, die nicht der Ferrari waren, nur 100 Stück produziert wurden, waren halt da, waren das komplette, die Attraktion überhaupt. Und kein Mensch hat sich für diesen Ferrari interessiert. Ja, war ein ziemlich langweiliger Ferrari, ne? Ja, genau, war halt ein Ferrari, weil Ferrari sieht man ja ständig. Und also mit anderen Worten, kaum war ich wieder hier, so Ferrari, oh Foto. Also nicht ich, aber Leute. Und da so Ferrari. Ferrari kann ja jeder. Ja, hier zu der Ecke. Was? Bugatti? Bugatti war es, genau. Genau, hier geradeaus, kannst du was dazu sagen? Das ist eine deiner GTA-Ecken. Was? Oder? Ach, hier die Straße, genau. Ja, hier ist so eine Straße, wo man nicht durchkommt hier gerade. Da ist in GTA eine Mission drin. Genau. Fand ich auch lustig. Hat der Jojo dann gemeint, ja, da gibt es eine Mission. Sind wir natürlich gleich hingegangen und durchgegangen, aber irgendwie war die Mission schon fertig. Ja. Genau. Also, und der Juwelier, der es in GTA gibt, war da auch nicht. Genau, also Beverly Hills, teuer. Sieht schön aus, geht schön durch, aber es ist, man merkt, es ist teuer. Ja, also wenn jemand sagt, du darfst einen Tag lang shoppen gehen und ich übernehme alle Kosten, dann komme ich nochmal her. Mhm. So, könntest du mir den Wegpunkt jetzt auch setzen, wenn ich den Wegpunkt schon gesetzt habe? Das wäre irgendwie praktisch. Wo willst du denn jetzt hin? Ja, nach Santa Monica. So, jetzt endlich. Ich fahre aber meinen Weg. So, wir fahren jetzt hier einmal geradeaus Richtung Strand. Ja, es gibt Meer. Und auch da haben wir schon wieder GTA. Ein großes Thema. Du bist übrigens immer noch offiziell offline bei mir, obwohl ich dich sehe. Ja, du auch. Ja, es ist. Also der Crew-Server haben sich nicht verbessert. Das Spiel immer noch so, so richtig gut gesund gepatcht wurde. So richtig Multiplayer-freundlich. Aber es liegt garantiert an unserer Internetverbindung oder sonst was. Natürlich. Okay, bei dir liegt es vielleicht an deiner Internetverbindung. Oh, was haben wir denn hier? Normalerweise ist... Wir beide zurücksetzen. Third Street kenne ich. Interessant. Also waren Third Street haben wir garantiert irgendwann mal gesehen, aber... Oh, Dinos. Wirklich. Lustig. Hätten wir mal hingehen müssen. Naja, gut. Fahre 50 Miles in Los Angeles. Juhu. So, und jetzt sind wir hier an der Promenade, an der oberen Straße. Man sieht immer noch keinen. Wo lotst mich das Navi hin? Ich fahre da durch. Das ist okay, ich fahre da einfach jetzt durch. What the hell? Da kann ich... Doch, kann ich durch. Okay. Ja, genau so sind wir gefahren. Jojo, ich habe unser Auto... Ja, du bist nämlich gefahren. Ich habe unser Auto geschrottet, tut mir leid. Ich bin gesprungen. Ja, ich jetzt auch. Und hier sind ganz viele überteuerte Parkplätze. Mhm. Da zahlen wir, was hat's gekostet? $8? $8 für ein bisschen parken.
Ah, da ist der Tunnel. Da unten sind wir hergekommen eigentlich ursprünglich. Ja, eigentlich kamen wir aus diesem Tunnel. Da fahren wir nachher wieder zurück. Und ja, wir fahren aber erstmal da hinten hin. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir denn hier da hin? Lass mich raten, wir müssen hoch, um dann da runter zu kommen. Oh Gott. Ah, the crew, bau realistisch nach. Wie kommen wir denn da hoch? Bau im Maßstab von 1 zu 1 nach. Mhm. Das wäre hilfreich. Das nennt sich Google Maps Eraser. Ja, so, vielleicht auf, hier lang. Test Drive Unlimited. Das könnte sogar funktionieren. Jawohl, das ist richtig. Ich schau mal hier mal an, den Santa Monica Pier. Da sieht man dann schon mal ein bisschen was. Also ein... Ja, eigentlich ist es kein Hafen. Es ist einfach nur ein Pier, einfach ein Steg. Und dieser Steg ist auch aus GTA ein bisschen bekannt. Kommt jetzt immer wieder dieselbe Sequenz. Ja, die wiederholt Spannend. Sich und kannst du nach 2 Sekunden abbrechen. Das ist cool. Und ich glaube, wir sind hier lang gefahren, hier lang gefahren, hier lang gefahren. Ja, aber dann kommst du nicht drauf. Du willst auf den Pier. Ich will auf den Pier. Hier kann man nämlich auf den Pier fahren. Das kann man in echt nicht unbedingt. Und hier... In GTA schon. Ist ein aber kleiner... Er ist nicht vierspurig. Er ist definitiv nicht vierspurig. Und hier sind kleine Geschäfte. Also alles, was ein bisschen mit Tourismus zu tun hat. Du kannst Souvenirs kaufen und alles Mögliche. Und da hinten ist ein Freizeitpark, den man jetzt von hier aus... Kann ich mit der Maus den zeigen? Also das Riesenrad sieht man. Und ich fahre mal bis ans Ende von dem Pier. Soweit ich komme. Pacific Park, nicht Spider Park, wie er hier heißt. Spider Park. Spider-Man, genau. Und da ist ein Riesenrad. Das zeige ich, glaube ich, auch am besten auf der Karte. Da ist ein Riesenrad, da ist eine kleine Achterbahn. Die kommt gerade vorbei. Die kommt, ja, die fährt hier wirklich rum. Ist nicht ganz 1:1, aber ähnlich. Hier ist eigentlich noch eine Tour mehr und es geht ein bisschen mehr hoch und runter. Und ja, da aber war noch... grundsätzlich mal. Ja. Und sie hat ein paar mehr Wegen. Ja, und der Park sieht jetzt hier, ist eigentlich nur ein Riesenrad und die Achterbahn, aber mehr nicht. Das ist eigentlich ein bisschen mehr in Original, aber den Park gibt's. Und in GTA kann man diese Achterbahn auch fahren. Und der Jule hat schon nachgeschaut. Der Jo hat schon nachgeschaut, in GTA ist es originaler, gell? Ja, doch. Also ich kann sein, dass ich schon nach 4 Wochen sind es ja mittlerweile auch schon wieder eine Gedächtnislücke habe und irgendeine Kurve übersehen habe, aber ich glaube, es war wirklich 1:1 nachgebaut. Ja, ziemlich cool eigentlich. Sind wir natürlich gefahren, alte Nerds. Genau, und dann schauen wir jetzt nochmal auf die Karte. Haben wir noch was jetzt hier vergessen? Eigentlich nicht. Also wie gesagt... Nicht so wirklich. Wie gesagt, Universal Studios, die sind eben eigentlich hier oben in dem Bereich irgendwo. Die gibt's jetzt hier aber nicht. Dann haben wir... Theoretisch könnte man noch nach Pseudo-Anaheim fahren, aber... Ja, fahren wir noch nach Anaheim. Über unser Hotel müssen wir eigentlich nicht fahren, aber wir fahren einfach mal hier hin. Wenn ich irgendwann mal die Strecke angezeigt bekomme... Das Spiel hat echt ein Problem, mir die Wegpunkte anzuzeigen. Hallo? Das ist übrigens selbiges Anaheim, in dem immer die BlizzCon ist. Ja, also ich würde gerne den Wegpunkt setzen, aber irgendwie mag er mir den Wegpunkt nicht anzeigen. Wohin willst du den denn setzen? Nach Anaheim. Nach Anaheim, direkt dahinter? Ja, irgendwo da, wo die Straßen aufhören alle. Ich hätte es jetzt einfach auf der Autobahn gemacht. Meinetwegen. Das ist zwar nicht hundertprozentig Anaheim, aber ich meine, wir wollen ja eh... Das ist echt... Ach, Ubisoft, ihr lernt nicht dazu. Das ist schrecklich. Soll ich mal versuchen, dich wieder in die Crew zu kriegen, dass ich zumindest irgendwie deine... Ach, mein Wegpunkt geht auch nicht. Das ist warum auch. Gut, dann fahren wir jetzt in diesem Teil noch irgendwie möglich halbwegs blind... Auf eine Autobahn. Nehmen wir doch die da unten. Mit dem Tunnel? Mhm. Okay. Dann springen wir runter. Ja, ja. Das macht... Ja, original halt, so wie wir auch gefahren sind. Genau. Und ich würde sagen, dann fahren wir nach Anaheim und dann haben wir doch einen schönen ersten Abschluss gefunden, weil wir eigentlich alles, was wir hier zu LA gefunden haben, angeschaut haben, nee, anders. Was wir gefunden haben, was wir gesehen haben, uns angeschaut haben. Und in Anaheim, auch sehr, sehr cool. Erstens man beachte diese Kommasetzung beim letzten Satz. Sorry, ja?
Ja, ich spreche demnächst mit Kommasetzung. Kann ich die Karte irgendwie groß machen? Ah, perfekt. Boom. Also erstens, wir sind auch wirklich von... Das ist nicht lustig. Wir sind wirklich vom hier Santa Monica Beach nach Anaheim gefahren, weil es gibt da ein Pirate Dinner Adventure. Das ist so eine... Fahre ich jetzt richtig? Grundsätzlich nein, du musst geradeaus weiter. Okay. Also nein. Ja, Pirate Dinner Adventure. Und das ist, da haben sie ein Piratenschiff. Wo fährst denn du jetzt wieder lang? Achso, geradeaus, richtig. Haben sie ein Piratenschiff aufgebaut und drumherum Bühnen, also aufgebaut. Und die, das Piratenschiff ist sozusagen die Bühne und da haben die so ein bisschen Show gemacht und Akrobatik und Blödsinn und gesungen und so weiter. War ganz nett. War jetzt nichts wahnsinnig Tolles, aber hallo, wir sind die Mighty Pirates. Natürlich müssen wir ins Pirates Dinner Adventure gehen. Genau, und gleichzeitig gab es halt was zu essen und man konnte was trinken und schön war's. Ja, war. Und das Ganze ist sogar recht relativ günstig. Also, wir waren echt überrascht. Ich glaube, das hat für zwei Personen uns dank Gutschein $40 gekostet und da war das Essen schon mit drin und Getränke. Und also alles, was nicht alkoholisch war, konnten wir auch. Ist da jetzt ein Wegpunkt? Ich bin begeistert. Wegpunkt? Ich finde es geil, wie er mich nicht über die Autobahn lotst. Oh Gott. Gehen die Wegpunkte jetzt? Anscheinend. Fahren wir nicht Autobahn oder wie fahren wir? Ich würde schon Autobahn fahren. Weil wir sind ja auch Autobahn gefahren. Ja, aber eine, die funktioniert hat. Hilfe? Wo bist du denn? Fahre 10 Meilen bei Nacht durch Los Angeles. Auch cool. Hi. Wo fahren wir denn jetzt lang? Hi. Hilfe! Ja, das ist das Problem. Wir müssen auf die andere Autobahn rüber. Ja. Also da, wo wir schon bei der Hinfahrt ein Problem hatten, müssen wir jetzt auch wieder hin. Gottes Willen. Das ist hier ein bisschen schlecht Design von The Crew, weil man kommt wirklich nicht auf die andere Seite der Autobahn irgendwie. Wo komme ich denn hin, wenn ich hier lang fahre? Ach komm, dann fahren wir jetzt auf der Autobahn lang. Und, also den Weg, den er anzeigt. Weißt du was? Ich teleportiere mich jetzt 2 Meter auf die andere Autobahn. Das ist auch eine Idee. Coole Sache. Wahrscheinlich geht das Porten jetzt nicht. Doch, ging. Wuhu! Ha, ich habe mich weiter reportet als du. Ja, und dann können wir auch mal über den Verkehr da lästern in L.A., ganz besonders in Los Angeles, weil, ich meine, hier haben wir... Das ist nämlich unrealistisch hier. Das ist extrem unrealistisch hier. Wir haben nämlich erstens hier Autobahnen, die sind zweispurig. Das ist echt lächerlich, weil die haben Autobahnen, die sind 7-spurig teilweise, wenn nicht sogar noch mehr. Und die paar Autos, die hier rumfahren, sind echt lächerlich. Stellt euch eine 7-spurige Autobahn vor, die... proppenvoll ist. Und zwar egal wann. Vielleicht nachts kommst du gerade so ein bisschen durch, aber es ist egal, wann du am Tag da lang fährst, es ist proppenvoll. Und wir haben dieses kurze Stückchen von Monica Beach bis zu diesem Pirate Adventure 2 Stunden gebraucht. Warum will der, wo fahren wir? Wir fahren doch Autobahn, dachte ich, oder? Ja, ich fahre ja auch Autobahn. Ich weiß nicht, wo du hinfährst, aber ich fahre Autobahn. Das Navi ist komisch. Naja, und es ist, der Verkehr da ist echt ist ein Wahnsinn. Aber was wir auch haben, sind Carpool-Lanes. Die sind toll. Weil das ist eine eigene Spur. Und da darfst du nur drauf, wenn du entweder ein extrem energiesparendes Auto hast oder effizientes Auto hast, also Elektroauto oder sowas. Oder zwei oder je nachdem, ja, mindestens 2 Leute auf der im Auto hast. Also Auto teilst sozusagen. Und da kommst du ein bisschen schneller durch bei Stau, sagen wir so. Wir sind übrigens schon da, ich weiß nicht, wo du noch hin willst. Ich bin bis zu deinem Wegpunkt gefahren. Mein Wegpunkt ist da, wo ich bin. Aha. Naja, ich Wegpunkte jetzt hier. Ich habe meinen Wegpunkt hier hingesetzt, war doch mein eigener. Genau, und jetzt sind wir in Anaheim, sind die ersten Kilometer gefahren und tatsächlich sind wir jetzt eigentlich das Stückchen... haben wir jetzt in diesem Teil das Stückchen erkundet, was am wenigsten Kilometer frisst. Denn, ich sag's mal so, wir erkunden hier gefühlt halb Amerika. Und wir haben jetzt noch etwa, 5000 Kilometer vor uns. Ich würde sagen, los geht's beim nächsten Teil, oder?
Genau, da geht's dann auf die große Reise und keine Angst, ab da wird dann richtig gefahren und nicht nur in meinem Kreis gedreht. Genau. Da geht's dann auf die Straße, fertig, los, ja, ins Gelände, mal schauen. Auf jeden Fall, wir hoffen, dass wir euch einen kleinen Einblick in unsere Ausflugs-Urlaubswelt geben können und ja. Natürlich interessiert es uns auch, wie es euch gefällt. Also schreibt uns mal, interessiert euch das sogar oder nicht? Schreibt uns mal in die Kommentare, würde mich interessieren, ob euch so ein Format auch gefällt oder ob ihr lieber nur Let's Plays sehen würdet. Genau. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal beim großen Start. Juhu! Yay!